Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Michas Steine und heute wieder mit etwas eher technischem, mit dem Piggebrick-Wandbecher. Wieder einen kleinen, heute mal mit dem 3004er Stein. Also einmal zwei Noppen. Und davon passen ganze 237 Stück hier rein. Ein Blick erkannt. Ja. Sofort einmal kurz rüber gezählt und dann rüber geguckt, gezählt. Das geht sehr, sehr schön. Was einen Teilepreis von etwa 4 Cent ergibt. Also genau 4,2 Cent pro Stein. Also auch relativ günstig. Ja, hier habe ich jetzt, hier seht ihr schon mal. Natürlich den Mauerstein, der ist ja genauso groß. Mit anderen Worten, wenn es den gibt, davon kriegt man genauso viele da rein. Und der kostet so um die 12, 11 bis zu 20 Cent bei Lego einzeln bestellt. Man würde also eine ganze Menge Geld sparen, wenn denn die entsprechende Farbe, die man gerne hätte, da ist. Das lohnt auf jeden Fall. Es gibt dann ja auch noch diesen Stein mit den Riffeln drauf. Da weiß ich jetzt die Designnummer gerade nicht. Der kostete aber ähnlich viel wie der normale Stein. Also da hatte ich schon geguckt. Das war der... Ich dachte, du musst erst zurückgehen. Andere Auswahl. 2004 und... Ja, da haben wir den Stein, der kostet so zwischen 10 und ja, 10 und 21 Cent kostet der normale. Also nicht besonders auffällig. Da spart man aber immer noch eine ganze Menge Geld mit. Zum Teil halt mehr, zum Teil weniger. Wahrscheinlich wird die Farbe, die man dringend haben möchte, auch wieder nicht da sein, aber... So ist das eben. Und den gibt es ja auch hier so mit den Riffeln. Auf der einen Seite quer, auf der anderen Seite von oben nach unten. Die kosteten zwischen 11 und 11 Cent und ich glaube 1 Euro für Cent Blue. Cent Blue. Cent Blue ist immer teuer. Und nicht bestellbar. Aber ja, also auch der Stein, wenn er denn da wäre, würde lohnen zu holen. Und ja, damit bis zum nächsten Mal. Und drüber stoppen.